Jay, bist du bereit? Ja, Digga. Okay, lass uns die Penner ficken. Okay, komm. Okay, aber ich habe keine Musikbox bei. Ja, warte, egal. Wie ging der Text? Ich wollte mich für das VBT bewerben, denn was dort für Leute auftreten, sorgt fürs Auftreten mancher Augen. Digga, das ist nicht das VBT, was laberst du? Wie? Nicht? Nein, Digga. BLB? Dachte, was für BLB, Alter? Bundesländerbattle? Was ist denn mit dir nicht richtig? Was für ein Bundesländerbattle, Junge? Ich dachte VBT? Scheiße, Digga. Was ist das für eine Pisse? Wie siehst du eigentlich aus? Junge, du hast gesagt, das ist VBT? Nein, Alter. BLB. Ich hab dir doch geschrieben, WhatsApp-Gruppenchat, du weißt doch. Ja, und jetzt? Ja, Digga, lass es einfach ordentlich machen. Scheiß hier auf die Blende, okay, scheiß auf Handy. Ja, dann lass es ordentlich machen, Digga. Komm, dann ficken wir jetzt. Komm, richtig, Alter, los. Okay? Ich sollte mich für das VBT bewerben, denn was dort für Leute auftreten, sorgt fürs Auftreten mancher Augenkrebsbeschwerden. Und du Lauch, ich seh dich sterben, punch dich technisch so mies, dass sich das hin und her schwenken lässt wie ein defektes Stativ. Lass den Bass knallen, guck, ich hab's bald. Mittlerweile sind fast alle Rapper Abfall. Mach mal keine Welle, deine Olle baller ich in deinem Zimmer. Und du bist scheiße. Guck, ich nehme diese Szene auseinander. Jeder deiner Freunde meinte damals schon, er hätte keine Chance. Du musst an JF und mir vorbei. Du zweifelst dran, ob du da weiterkommst. Ich versuche mich zu betteln, die gehen böse in die Hose. Das ist wie bei Vergewaltigern, die gehen böse in die Hose. Ihr seid verblödet auf Schore mit eurer Röhrenjeans Mode. Mann, ich fress alle Bundesländer weg wie Knödel mit Soße. Ich seh die ersten Wannabes und denk mir bitte nicht, warum die jetzt alle betteln wollen, frage mich bitte nicht. Ey, das ist doch peinlich, Mann, ich bitte dich. Dreh dich um und geh nach Haus, Bitch, sonst fick ich dich. Ich bitte dich, das Mic auszulassen und die Fresse zu halten. Du bist ein Lutscher und das weiß auch dein Freundeskreis. Währenddessen nehmen wir die Lines auf und zeugen deinen Untergang. Du bräuchtest dafür 100 Mann in Brandenburg. In Brandenburg ist deine Mutter Widerstellung zu meinem Penis mit der Hand bezog. Was soll ich nur machen? Ich fick sie mit 18 in Brandenburg. Wir haben nie behauptet, dass wir anders sind, du weißt, was ich mein. Wir sollen wie du sein, doch wir wollen uns nicht als Schwuchtel verkleiden. Wenn du uns hörst, dann wird alles andere zweitklassig sein. Du saugst dich so hoch, dich wird sogar eine Nutte beneiden. Wir haben nie behauptet, dass wir anders sind, du weißt, was ich mein. Wir sollen wie du sein, doch wir wollen uns nicht als Schwuchtel verkleiden. Wenn du uns hörst, dann wird alles andere zweitklassig sein. Du saugst dich so hoch, dich wird sogar eine Nutte beneiden. Guck mal, der Typ, der kann auch Double Time, aber nicht für Killis, sondern nur, weil er's eilig hat. Locker, du warst immer den Epiker, weil er Ticker und das Bett wird da von uns eingesagt. Ich habe leider keine Ahnung, was ich zu den ganzen Penner, die dann alle nur noch bitte wollen, sagen soll. Werden alle Frechballer, Peppler, aber direkt von dem Chef und haben Nase voll. Ja, Qualifikationen mit einer Länge von einer Minute, sodass kein Schwein weiß, wer ihr seid. Geh mal bitte weg, du weißt, dein Scheiß ist nicht geil, aber teilt sein, weiß es allein. Es ist Bild zu dem Mal, guck, ich eliminiere die Penner, die meinen, sie können es verhindern. In der einen hat die Kalasch und ich baller dann gezielt und konzentriert in dein Drecksgesicht, weil du hässlich bist. Keine Bock auf Gewicht, wannabe Keks. Lege deine Mann, fick auf deine Economy Class. Jeder deiner Penner ist okay, tief in der behinderte Banane. Redet immer noch von Tommy and Tech. Habe deine Penner eben meine Pony geschenkt. Du meine Ladung gerade wegs in ihrem Pony gelenkt. Meine Silbe waller wie eine Millie durch die Wiener. Nenner ist Automatik, das ist lange nicht mehr Hobby, du Keck. Natürlich kannst du meinen, dass du damals schon gesagt hast. Bauer wird bald sowieso ein Penner ohne Schlafplatz. Doch ich brauche mittlerweile nur eine Millisekunde, um deine Clique zu bumsen. Und danach war's das. Kille deine Family, weil du Penner wie Kennedy auf Hennessy besoffen meintest, du feierst dein Bundesland. Mir egal, was du sagst, schreibst oder meinst. Deine Mucke ist sogar in deinem Dorf unbekannt.